Das ist wohl wahr. Gut. Wie weit mögen wir bis dorthin laufen? Zweiten wurden bestimmte Grundstücke neben der Trinity Church in New York für die Errichtung eines King's College reserviert. Gott schütze den König! Ja, klar. Vorsicht, das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihm vorbeischleichen. Per königlichem Dekret wurde ein King's College. Das schaffen wir schon irgendwie rein. New York eingerichtet. Magistrat Burns. Hallo Wuffi. Ja, klar. Wo ist denn bloß die Ratte? Zu langsam. So. Gesperrt. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Wartet hier. Bei keiner Belauschung scheitern. Geh doch einfach bloß runter. Tja, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Was das angeht. Weil ich gerade nicht weiter weiß. Ich glaube, ich warte lieber ein bisschen, bis er wieder ankommt hier. Mann, komm doch.
Wirst du jetzt wohl mal endlich kommen? Das abhauen. So muss ich das also auch machen. Was hätten wir dann? Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Job! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Oh doch. Vielleicht hast du Glück und wirst ohnmächtig. Ich werde aber mein Bestes tun, damit das nicht passiert. Deine Eltern müssen ja sehr stolz sein, ein so prächtiges Exemplar gezeugt zu haben. Still jetzt! Ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren. Halt doch mal still! Ich weiß nicht, wo ich anfange. Ein bisschen von hier, ein bisschen was davon. Ich werde mir ein paar Trophäen nehmen. Hey, hier drüben, ihr Bastarde! Komm schon! Greift mich an! Dummes Arschloch. Solche Typen hasse ich. Die kann ich genau leiden. Wer seid ihr? Adam Kenway, zu euren Diensten. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Genau, gehen wir ein Stück. Da wir auch gerade so die Zeit haben dafür. Na? Ja. Wir werden immer schlechter, merke ich gerade so. Was für ein geiler Hut. Ja.
Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Cyril Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcker. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Aha. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu ihm. Aha, da ist er also. Ah nee, das ist nur er. Was ist euer Begehr? Neuer Rekrut. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Okay. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddock. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Du machst mir Angst, Junge. Du machst mir echt Angst. Pitcairn, ihr Narr. Diese Taten sind verräterisch. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht hier und jetzt töten sollte. Ich kann dir mindestens 5 nennen. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham! General Braddock? Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Oh. Ich dachte, die Party geht jetzt erst richtig los. Bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Genau, lauf vor. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser, ein unbeschwertes Leben. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, ihre Familie zu ernähren. Gut, ich merke auch gerade, dass ich wieder... Ich wollte ihm schon sagen, ich merke gerade wieder, dass ich mächtig stehe.